Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Wir haben hier schon einen fertigen Roboter. Das liegt daran, dass ich etwas vorgearbeitet habe und besonders für die, die einfach mit der Modellierung nicht so wirklich viel anfangen können, aber dennoch Lust drauf haben, etwas zu animieren. Für die ist es wichtig, dass die es einfach herunterladen und nutzen können. Ihr könnt mit der Datei sowieso anfangen, was ihr wollt. Verlangt bloß bitte kein Geld dafür und wäre schön, wenn ihr uns erwähnt, wenn ihr es irgendwo verbreitet. Ansonsten macht auch immer, was ihr wollt damit, aber falls ihr es alleine schaffen wollt, den Roboter zu bauen, hier die Tipps, wie es funktioniert. Es sind aktuell zwei Modifier drauf auf meinem Mesh und nämlich einmal ein Mirror Modifier, der mit dem Schmetterling, und einmal ein Subdivision Surface. Subdivision Surface deswegen, weil sich das Mesh sozusagen ein sehr schönes, feines Mesh super mit sehr viel weniger Vertices kontrollieren lässt. Dieser komplette Roboter ist aufgebaut aus Kugelgelenken, aus dem Grund, weil es viel leichter ist, die statisch zu weightpainten. Das heißt, dass wir dieses Modell, dieses Objekt und dieses Objekt einfach statisch als einen Block verwenden und der nächste sich einfach unabhängig davon in seinem Gelenk bewegt. Das Ganze ist zwar nicht so, wie man einen menschlichen Charakter eigentlich machen würde, aber sehr viel einfacher für euch. Besonders wenn ihr euer erstes Rig macht, macht man normalerweise eine Stehlampe in den meisten Tutorials. Aber ich finde das immer so ein bisschen wenig befriedigend, wenn man einfach nur eine Stehlampe baut. Von daher lieber was Spannendes wie so ein Roboter und dafür mit ein paar Möglichkeiten den Schwierigkeitsgrad etwas runtersetzen. Im späteren Verlauf werden wir auch noch richtiges Weight Painting machen, also einen richtigen humanoiden Charakter. Und danach haben wir auf jeden Fall genug Wissen, dass es dann auch mit den schwierigen Charakteren einfach funktioniert. Als erstes schauen wir uns jetzt an, wie funktioniert eigentlich Modellierung mit einem Subsurface Modifier. Wenn wir diesen Bereich hier duplizieren, wir können ihn mit L markieren. Dann können wir uns genauer anschauen, wie das aufgebaut ist. Das Ganze hier ist ein grobes Mesh, in dem sich ein Subsurface Modifier Mesh gebildet hat. Das bedeutet, das ist nichts anderes wie das, was ich in unserem vorherigen Tutorial erwähnt habe. Das war zwei Tutorials zurück, soweit ich mich richtig erinnere. Und da können wir einfach mit Shift A ein neues Objekt bauen. Und zwar ein Cube. Da oben ist er. Kleiner skalieren. Noch ein Stück kleiner. Und wir legen hier einen Subsurface Modifier, Subdivision Surface. Wow, ich mache das nicht nochmal. Also, dieses Tutorial enthält auch ein paar Fehler. Gut, wir haben unsere leicht verschobene Geometrie jetzt vor uns. Wir brauchen hier gar nicht mehr mit dem Level 1 nach oben gehen. Es reicht schon, wenn wir hier einfach ein paar Loop Cuts setzen mit Steuerung R. An jeder Seite einmal und schauen, dass wir ungefähr so eine Bohnenform für unseren Oberkörper hermodellieren. Als erstes würde ich vorschlagen, dass wir ihn mit S und der Y-Achse etwas schmäler machen. Wir können auch in die Draufsicht, damit wir es ungefähr sehen. Das ist ungefähr korrekt. Dann schnappen wir uns diesen Bereich hier und ziehen den ein bisschen nach drinnen, am besten mit einem aktivierten X-Ray-Modul. Bisschen hier rüber, den vielleicht noch etwas rausziehen. Und falls uns das Mesh nicht fein genug ist, einfach nochmal einen mit Steuerung R einen Subdivide und dann ein Stück nach hinten. Hier ziehen wir noch ein Stück nach hinten, so. Hier nach oben. Und jetzt haben wir ungefähr die Form, die wir benötigen. Doch an der Seitenansicht, da ist er noch völlig unberührt. Hier noch ein Stück nach unten, ein Stück nach oben. Und das Ganze noch mit SZ in der Achse noch ein bisschen zusammenziehen. Schon haben wir ein relativ ähnliches Objekt. Ja, vielleicht noch das Ganze etwas in der Z-Achse. Und schon haben wir einen Oberarm, der ungefähr dem des unteren ähnelt.
Wenn wir uns noch ein bisschen verspielen möchten, können wir hier noch diese zwei Vertices nehmen und noch ein bisschen nach draußen ziehen, dass wir hier noch so eine ein bisschen abgeflachte Kante haben. Hier ebenfalls noch ein Stück nach draußen, die oberen vielleicht etwas nach drin. Da können wir jetzt ganz kreativ werden und uns den perfekten Nugget formen, wie auch immer wir ihn dann weiter verwenden. Wir können ihn genauso gut als Oberschenkel verwenden, indem wir ihn noch in die Länge ziehen, noch ein paar Subdivisions reinmachen, damit das Mesh nicht zu grob wird. Und ihn dann einfach einsetzen. Dieses ganze Mesh ist aus Einzelteilen bestehend. Das bedeutet, die sind nicht zusammenhängend. Wir haben hier absolut keine Verbindung zu den anderen. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Später, wenn wir ins Weight Painting kommen, fügen wir immer eins von diesen Körperteilen mit einer Kugel zusammen, sodass das Ganze sich dann wie ein Gelenk drehen kann. Also in dem Falle, wenn wir hier den 3D Cursor mit Rechtsklick und Shift gleichzeitig hier hinsetzen und dort auf 3D Cursor gehen, können wir schon mal simulieren, wie sich das Gelenk dann bewegt. Und genauso wird es dann später sein. Der Rest hängt dann wiederum an diesem Arm hier. Das heißt, es wird sich dann am Ende der komplette Arm bewegen können und im Gelenk weiter. Wir können hier auch mal testen, wie der Charakter dann stehen wird, wenn er soweit fertig ist. Also wenn er fertig gerickt ist, können wir ja die einzelnen Körperteile bewegen. Dann können wir schon mal testen, überschneidet sich irgendein Material? Sollte ich vielleicht den Abstand zu den Kugeln noch etwas erhöhen oder ist er so schon animierbar? Bei dem Kopf ist es ebenfalls ein Cube gewesen, den ich einfach zurechtgezogen habe. Ihr könnt aber genauso gut eine UV-Sphere nehmen. Moment, damit ich keinen Schmarrn erzähle. Es war sogar eine UV-Sphere. Also von daher einfach ein bisschen grob in die Richtung formen. Dabei hilft euch auch noch der Proportional Editing. Das heißt, mit O könnt ihr ihn aktivieren und damit habt ihr einen Radius, in dem das Ganze wirkt. Dazu müsst ihr den Pivot Point wieder auf Bounding Box Center setzen und dann könnt ihr, sobald ihr G drückt, um etwas zu bewegen, kriegt ihr so einen Kreis. Wenn er nicht da ist, dann ist er vielleicht außerhalb des Sichtfeldes. Einfach wieder reinzoomen und damit könnt ihr noch ein bisschen nachjustieren und ein bisschen modellieren. Im Grunde besteht euer Modell aus einer Menge Kugeln und einer Menge Einzelteilen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr braucht kein zusammenhängendes Mesh, schon gar nicht am Anfang. Wenn wir jetzt erstmal bloß die Grundlagen der Modellierung lernen, die Grundlagen vom Rigging und wie wir am Ende einen Charakter bekommen, der sich zumindest ordentlich bewegen kann, dann ist es schon mehr als genug. Macht euch da keinen Kopf, auch wenn andere sagen werden, dass dieses Mesh am besten zusammenhängend sein soll und so weiter. Es ist wirklich gerade für einen Roboter überhaupt nicht nötig, dass der irgendwelche flexiblen Körperteile hat. Dazu kommen wir noch. Wir werden auch mal einen menschlichen Körper modellieren und da ist es dann definitiv praktischer, wenn wir keine Kugelgelenke nehmen, sondern ein richtiges Mesh. Aber da kommt dann das Weight Painting dazu, was an sich schon eine Kunst ist. Nicht ohne Grund sind die Leute, die Animationen machen und Rigging, oft ein eigener Berufszweig mit einer eigenen Spezialisierung. Und das sind auch die immer am meisten verdienen, weil es einfach furchtbar schwer ist. Und deswegen macht euch keinen Stress, baut einen Charakter, der einfach nur aus Kugeln und Einzelteilen besteht. Er muss auch nicht so definiert sein, das ist wirklich nicht nötig. Ihr könnt auch eine Art Minecraft-Charakter draus machen. Die Kugelgelenke geben dem Ganzen am Ende schon einen schönen Touch, weil sie dann zumindest ein bisschen realistisch aussehen, wenn sie sich in ihrer Kugel bewegen und nicht nur Blöcke, die aneinander lose hängen. Aber im Grunde ist der Aufbau der gleiche. Damit ihr den Tutorials weiterhin gut folgen könnt, empfehle ich euch ungefähr die gleiche Anzahl an Gliedmaßen und kein Oktopus. Also wirklich diese Kugeln, also ein Oberarm, ein Unterarm, eine Hand. Die Hand muss an sich keine Kugelgelenke mehr enthalten. Würde ich euch am Anfang auch noch nicht empfehlen, irgendwelche Finger wirklich beweglich zu machen. Schaut, dass ihr es recht einfach macht. Und solltet ihr nicht zurechtkommen, könnt ihr jederzeit auf unseren Discord kommen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und dann helfe ich euch gerne auch persönlich und löse eure Probleme. Und sollte es überhaupt nicht klappen, könnt ihr mit dem Link zu dem Google Drive von Mana Soup auch in der Videobeschreibung
diesen Roboter einfach runterladen, die komplette Blend-Datei. Dann müsst ihr nur noch die Modifier applyen hier und dann ist es fertig. Ich habe die noch nicht applied, weil sich sowas nicht rückgängig machen lässt und ihr vielleicht noch studieren wollt, wie genau die Modifier drauf waren und wie das Mesh vorher aussah, bevor die Subdivision, Surface Modifier installiert waren. Viel Spaß beim Nachbauen. Ihr könnt gerne auch den aus dem letzten Tutorial das Referenzbild auch noch runterladen und dafür verwenden, wenn ihr die menschlichen Proportionen etwas genauer hinbekommen sollt. Ich habe dieses Geschöpf hier ohne Proportionen gemacht, sondern bloß frei nach Schnauze. Das geht ganz genauso. Ist später bei der Animation kein großer Unterschied. Viel Spaß beim Rumexperimentieren. Schreibt in die Kommentare, ob es geklappt hat oder nicht oder ob ich das vielleicht doch noch etwas genauer erklären sollte. Ich wollte einfach nur nicht eine halbe Stunde Tutorial machen, wo ihr euch dann durchklicken müsst, weil ihr eigentlich alles schon wisst. Viel Spaß damit und wir sehen uns das im nächsten Tutorial und da wollen wir diesen Charakter dann nochmal genauer betrachten.